Wir sind wieder auf der Gamescom 2024. Wir sind hier am Stand vom Nifter. Das ist der gute Christoph, der Ansprechpartner des Ganzen. Wir haben in Social Media schon gesehen, dass da sehr, sehr interessante Produkte da sind. Mousepads, Armsleeves, Tastaturen, Mäuse generell. Fanden wir sehr interessant und dachten, das wäre auch ein Thema für euch. Das ist der Christoph, der erzählt euch ein bisschen mehr dazu. Moin Christoph, einer der Gründer von Nifter. Bei uns dreht sich alles ums Thema Gaming Setup, Community, geile Designs. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht viel, sondern ich zeig's dir mal direkt am Stand, oder? Wir gehen rein. Alles klar. Ich hoffe, ihr konntet gerade ein paar nette Bilder noch mitnehmen. Zeigt uns der Christoph jetzt ein paar seiner Produkte und erzählt uns ein bisschen was dazu. Und ich lasse ihn einfach sprechen. Also Hauptsteckenpferd bei uns sind die Mousepads. Wir haben da die großen Deskmats, XXL, 3XL, in verschiedensten Designs. Ich glaube, man hat es eben gesehen, bieten auch Custom Designs an. Insofern, da kriegt man eigentlich alles, was man designtechnisch haben möchte. Geht bei den Mousepads dann natürlich auch noch ein bisschen tiefer. Wir haben welche mit verschiedenen Materialien in der Base, in der Surface, also ganz unterschiedlich. Dann eher so als Pro Series haben wir auch Glasspads. Also da findet eigentlich. Auch Glasspads, okay. Soll ich mal zeigen? Sehr gerne, ja. Also du hast jetzt gerade was von Custom Mousepads gesagt. Das heißt, ich kann euch auch ein Logo schicken. Genau. Und genau. Ihr macht ja. Mir. Drucken wir hier drauf, ja. Okay, das funktioniert bei jedem Mousepad bei euch? Bei den Deskmats. Also nur bei den großen? Genau, bei den großen Mousepads. Die hier sind dann, sage ich, eher so die Pro Series. Genau, da funktioniert es nicht. Die Kosten für die Mousepads sind bei euch dann jetzt noch fest oder seid ihr noch in der Aktionsfindungsphase? Oder? Nee, die sind an sich fix. Wir haben ja unterschiedliche Größen, da würde ich einfach empfehlen, einmal durch die Website zu stöbern. Genau, es gibt ja die unterschiedlichsten Mousepads, die man haben möchte, unterschiedliche Größe. Da würde ich einfach schauen auf der Website, was man am ehesten möchte. Wir werden euch auf jeden Fall unter dem Video unten im Beitrag den Shop verlinken. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Christoph sagte mir gerade schon, bei den großen Mousepads handelt sich bei den vorgefertigten Designs bei circa 40 Euro. Nagelt uns jetzt nicht fest. Es gibt natürlich ab und zu Aktionen, etc. Und bei Custom Designs so 45 Euro bis maximal dann 50 Euro. Aber wie gesagt, das ist Stand jetzt. Solche Sachen können sich natürlich ändern. Ja, genau. Am Ende des Tages haben wir natürlich auch immer schöne Bundles. Wir haben nicht nur die Mousepads, wir haben Armsleeves, Mäuse, Tastaturen, Coilcable. Eigentlich alles ums Gaming-Setup herum. Versuchen das auch konstant zu erweitern mit coolen neuen Produkten. Insofern, wir haben da immer coole Angebote, wie es eben zusammenpasst. Oft auch designtechnisch, das ist bei uns ein großer Faktor. Okay, ich komme jetzt aus der etwas älteren Version. Wir haben uns in einem Vorgespräch gerade schon kurz unterhalten. Ich kann jetzt mit dem Thema Armsleeves zum Beispiel nicht wirklich viel anfangen. Erzähl mir kurz den Vorteil, wie seid ihr da drauf gekommen, welchen Vorteil hat das für den Gamer? Also, so macht man das. Genau, es fragen sich ja bei Armsleeves tatsächlich viele, was das soll. Wir haben es tatsächlich nicht irgendwie, weil wir gedacht haben, ey, wir brauchen ein neues Produkt, sondern es war ein aktiver Community-Wunsch. Verbessert zum einen den Kleid, hat aber eben auch den Effekt, im Winter ist es wärmend, im Sommer transportiert den Schweiß ab und ist kühl. Ich würde aber sagen, und das ist beim Armsleeve, sag ich mal, unser bester Verkaufstrick, wenn man den einfach mal anzieht und sich selbst überzeugt, und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch im Video rüberkommt, wenn man dann das erste Mal im Armsleeve über das Mousepad geht, dass da doch ein bisschen ein geiler Effekt ist. Insofern, wir können es versuchen. Wir probieren es jetzt einfach mal live. Den ich werde mir jetzt ein Armsleeve-Feeling. Hoffentlich unvoreingenommen. Zeigen wir mal kurz deinen Arm. Das sieht aus wie ein dürfte XL oder XXL. Ja. Das ist ein ordentlicher Arm, mehr als meiner. Das liegt aber an der guten Küche, nicht am Training. Yeah. Probier da mal rein. Der muss relativ eng sitzen, dass er halt keine Falten schlägt und dass man. Okay. Ja, das sieht gut aus, wie so eine Skiunterwäsche. Okay.
kannst hier mal unsere neue Gaming-Maus, die Ergolite, in die Hand nehmen und über das Mauspad hier gleiten. Und dann spürst du wahrscheinlich schon am Arm, dass man einfach noch mal ein bisschen mehr Tempo hat, ne? Es ist einfach, es wird sehr vereinfacht gesagt und es gleitet halt besser tatsächlich. Ja. Genau, zum einen macht es schneller, aber es macht es auch konstanter, weil wenn man schwitzt, kann man ja immer mal ein bisschen kleben bleiben. Dann muss jetzt ein bisschen runter, natürlich sitzt man wenn man auf dem Gaming-Chair sitzt, sitzt man ein bisschen tiefer und dann liegt natürlich der Arm auf, jeder von euch kennt das. Aber ich muss tatsächlich sagen, es ist angenehm, es hat tatsächlich irgendwie gerade eine kühlende Wirkung. Ja. Verstehe ich jetzt nicht ganz genau warum, aber es ist so. Es ist. Es transportiert einen Schweiß ab, der verdunstet gleichmäßig. Es ist wie so ein Tide beim Sport. Es gibt auch viele Sportler, die es benutzen. Jeder, der das noch nicht gemacht hat, probiert das mal aus, vor allem wenn ihr Competitive-Spieler seid. Ich bin jetzt ein alter Sack und spiele nur noch Anno 1800. Für mich ist es vielleicht ein bisschen überzogen. Aber ich kann mir vorstellen, gerade diese Leute, die weit ausholen, diese wirklichen E-Sport-Gamer, die haben da ihren Vorteil. Bei was für einem Kostenfaktor sind wir hier? 20 Euro für ein Sleeve. 20 Euro für ein Sleeve. Also ist auch nicht so ein teurer Test. Okay, das ist Definitionssache. Aber wie gesagt, gerade hier, Mauspad und Sleeve, kriegt man immer ein gutes Angebot, dass man am Ende zeigt. Ich wollte gerade sagen, aber ihr werdet das wahrscheinlich dann auch im Bundle. Genau, ja. Dann ist es. Ja. Und der Tragekomfort ist wirklich hervorragend. Und ich kann euch das gar nicht beschreiben. Es kommt mir gerade vor, als hätte ich tatsächlich eine Klimaanlage am Arm. Das ist sehr weird. Ich sag ja, der verkauft sich eigentlich von selbst. Man muss die Leute nur dazu bringen, ihn anzuziehen. Aber wenn sie ihn dann einmal anhaben, soll dann was einfach weitergehen jetzt. Ja. Den behältst du gleich an. Kommen wir zum nächsten Produkt. Was möchtest du? Ja, die hast du schon in der Hand, oder? Unsere neue Maus. In der Maus sage ich auch immer, da gibt es nicht so die eierlegende Wollmilchsau, sondern wenn man Bock hat auf eine kleine, leichte, in dem Fall ergonomische Maus, also vom Shape Ergo, weil es nicht symmetrisch ist, dann empfehle ich die sehr gerne. Aber ich kann natürlich auch, also die Maus, die kriege ich nicht an jeden verkauft sozusagen, weil es die Leute gibt, die haben lieber eine größere in der Hand. Wir haben hier mit der NIF 22, unserer vorherigen Maus, haben wir noch ein bisschen anderes Feature Set. Die hat beispielsweise austauschbare Topcover, kann man farblich anpassen und ist sogar hot swappable, dass man die Switches anpassen kann. Kann man hier einfach rausklippen. Ups, ist mir aus der Hand gefallen. Ist bei Mäusen noch ein bisschen, ich sage ich mal, auch nicht so wichtig wie bei einem Keyboard, aber ist ein geiles Feature. Ist aber ein und macht es schon langlebiger, weil ich sage mal, oft sind ja auch dann die Klicks, die zu einem gewissen Zeitpunkt, nach einer gewissen Nutzung, dann den Geist aufgeben. Ich sage auch mal, es gibt dann ja auch den Unterschied zwischen einem Normal-Gamer und dem Competitive-Gamer. Der geht ja dann doch schon ein bisschen rabiater, sage ich mal, mit seiner Maus um, klickt etwas öfter. Vielleicht aber auch einen Sponsor, der nachliefern muss. Gut, dieses Mal jetzt vielleicht nicht. Da ist das schon ganz sinnvoll. Es ist schön, dass man rechts und links austauschen kann, aber mit dem Mausrad habe ich nicht gesehen. Weißt du, was davon ist das auch in Mache? Kann man das irgendwann umsetzen? Also sind wir jetzt aktuell nicht dran. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da früher oder später mal was kommt. Das auch. Also an sich ist es gerade bei unserer Maus, wenn es mal bricht, relativ leicht austauschbar. Hat man durchaus schon einen Kunden, wo wir den auch das Mausrad zuschicken und sagen, ey, hier haben wir ein Video, das lässt sich sehr leicht selbst austauschen. Aber genau. Mit welchen Glidepads arbeitet ihr? Sind die speziell? Kann man die austauschen? Ja, also genau, darüber? Die kann man austauschen. Das ist jetzt unsere ältere Maus, da haben wir noch andere Skates drauf. Hier sind wir jetzt auf 100% PTFE ist gegangen, also wirklich Virgin Grade. Man sieht, dass sie ein bisschen milchiger sind, ein bisschen bläuliche Färbung. Ja. Bei uns bei der Maus wichtig, das ist wirklich unser High-End-Modell, dass wir da so ein bisschen die extra Meile gehen. Die sind außen nochmal extra abgerundet. Dass die Maus wirklich, sage ich, von den Skates, da gehe ich sehr confident mit raus, dass die wirklich High-End sind. Merkt man dann auch im Kleid. Das ist für mich vorhin auch so ein Thema, was immer mal wieder aufgekommen ist, weil selbst ich spiele ja jetzt relativ gediegen, aber die Glidepads nutzen sich ganz gerne mal ab. Ne? Deswegen ist es so ein Thema, dass diese Austauschfähigkeit für mich
eigentlich schon fast ein Muss ist. Die haben wir, also glaube ich, kann man aber tatsächlich bei jeder Maus austauschen. Nur nicht immer mit der gleichen Form, aber wir haben die Skates auch als Dot-Skates, dass man die einfach platziert, wo man möchte. Okay. Auf jede Maus passend, sodass man da seine Skates upgraden oder austauschen kann, weil natürlich, wenn man irgendwie eine Maus mal, je nachdem wie intensiv, ob man ein bisschen in Nutzung hat, irgendwann freut die sich über ein neues Paar Schuhe, ja, wie jeder auch. Dementsprechend haben wir auch im Sortiment beim ganzen Zubehör außenrum. Ja. Wir kommen selbst aus dem E-Sports, also mein Mitgründer war League of Legends E-Sportler und dann hatten wir damals in Orga so ein bisschen rum auf Turnieren, Gamescom, Dreamhack und haben dann irgendwann gesagt, ey, im Business Case würde uns interessieren, mal eigene Produkte auch rauszubringen, sind dann da damit gestartet, also der Touchpoint ist da immer noch da, haben dann früher auch geguckt, dass wir irgendwie Partnerschaften mit dem E-Sports machen, waren von der PUBG Deutschen Meisterschaft, waren wir Partner dann mit Ascent, das war der erste Valorant-Weltmeister, so, waren wir im Zeitraum verpartnert. Aktuell sind wir mit NNO verpartnert, das ist in League of Legends ein großer Name, mit Focus, Focus Clan ist eigentlich so eine der bekanntesten deutschen E-Sports-Teams verpartnert. Also ist schon unser Ziel, da quasi zum einen diesen ästhetischen Anspruch, der glaube ich in allen unseren Produkten rüberkommt, zum anderen eben auch... Wenn man auch da schon guckt, also man sieht ja hier schon die Gaming-Bereiche, es wird ja heutzutage auch immer mehr in Richtung Gaming-Room und das ist ja nicht mehr nur noch der schöne PC mit eventueller Wasserkühlung, sondern tatsächliche Gaming-Räume, die komplett gestaltet werden. Das fügt sich ja alles ein. Ja, genau. Ja. Wir kommen von den Mousepads über die Arm-Sleeves hin zu den Mäusen, hin zu den Tastaturen. Kleiner Versprecher. Ihr habt auch Tastaturen. Ja. Eine davon ist diese. Erzähl uns was darüber. Name, wie seid ihr drauf gekommen? Was ist das Besondere? Das ist unser Gen 2 Keyboard jetzt mit unseren neuen Sakura Keycaps on top. Die machen nochmal ein bisschen optisch was her. An sich haben wir das in weiß und in schwarz. Bei dem Keyboard war unsere Idee, so aus dem Custom Keyboard Bereich die Elemente aufzugreifen, der vorgeschmierten Switches, also Loop Switches und ein Foaming, sodass man zum einen geil damit zocken kann, aber auch ein angenehmes Tippgefühl hat, angenehmen Sound. Wenn man da mal mit dem Ohr dran geht, ist es hier auf der Messe ein bisschen schwierig, aber man kann mal ein bisschen drauf rumtippen, einen Tipptest machen, also es ist sehr, sehr angenehm. Hier ist jetzt zwar schon ultra laut auf der Messe, aber man hat, man hört nicht sehr viel. Man kennt das ja vielleicht auch von der einen oder anderen Lebensgefährtin, wenn man dann doch mal länger spielt, als die Lebensgefährtin wach ist und aus dem Schlafzimmer dann hört, das dürfte euch bei dieser Tastatur tatsächlich nicht passieren. Ja, ich sage immer so ein bisschen, der Schreibmaschinen-Sound, der ist da nicht vorhanden. Der ist nicht aber vorhanden. Es gibt Leute, die wollen es lieber, die holen wir damit nicht ab. Aber die, die Tastatur ist, sag uns was zum Zubehör, weil so wie es aussieht, kann man hier auch die Switches wechseln. Ihr legt schon Werkzeug bei. Erzähl uns kurz was dazu. Ja. Also klassisch mechanisch, also Keycaps kann man easy austauschen und trotz swappable. Wir haben ein paar Ersatzswitches dabei, das sind die Gadrin G-Pro 2.0. Die sind ab Werk vorgeschmiert, lineare Switches, aber wie gesagt, trotz swappable kann man austauschen. Haben im Zubehör nochmal bei der, das ist jetzt, sind jetzt hier tatsächlich, die war eine Verpackung von der schwarzen Tastatur, haben wir jetzt die weiße drin, weil wir normalerweise die in der anderen Farbe nochmal Escape und Spacebar mit dabei haben, Switches und dann Keycap-Puller, Switch-Puller und noch ein kleines Bürstchen zum Saubermachen, finde ich eigentlich auch immer ganz gimmicky, weil die meisten haben es nötig. Ja, ich sehe hier, habt ihr noch ein Anschlusskabel dabei. Die gibt es aber auch in diesem Vollkabel. Ja, wir haben auch die Vollkabel. Vertretet inzwischen auch einige Farben. Das ist jetzt natürlich passend hier zu den Kirschblüten, aber wir haben es auch in verschiedensten anderen, auch in klassischen neutralen Farben als Coiled Cable. Am Ende des Tages, die Leute fragen oft, was bringt's? Das bringt eigentlich nur ein optisches Upgrade. Ist natürlich ein robustes Kabel, aber ich habe bei einer Tastatur selten gehört, dass da das Kabel Probleme macht. Nee. Dementsprechend optisches Upgrade, wenn man drauf steht, dann auf jeden Fall empfehlenswert. Sieht halt einfach auch, cool wenn aus. Man einen schönen clean Tisch hat, das sieht einfach sexy aus. Ja. Habt ihr noch mehr Tastaturen? Habt ihr noch mehr Stuff, den ihr gerade... Also ich denke, das sind jetzt die kleinen Tastaturen, ich sehe aber gerade im Hintergrund, genau, wir haben noch Volltastaturen. Genau, wir haben die in drei Layouts, das ist, sag ich mal, unsere aktuelle Flagship-Tastatur. Wir arbeiten gerade auch an einer mit Hall-Effekt, das ist ja gerade auch so ein Trend in der Tastaturszene. Das ist aber aktuell
unsere Tastatur, die haben wir im 75% Layout hier, haben sie aber auch in 60% und 98%. Okay. Genau. Ansonsten, wir haben natürlich noch weiteres Zubehör, ich hatte es schon erwähnt, von den Dockscales über Cryptape für die Maus, Handballenablage für die Tastatur, haben natürlich auch noch Headsets, aber ich denke, das Wichtigste haben wir abgehakt. Man hat ja immer dieses Problem, dass er auf einem Video nicht so 100%ig rüberkommt, wie es live ist. Ich kann euch nur von meinem Eindruck schildern, dass wir hier sehr, sehr hochwertige Produkte haben. Wir haben ein Team, was mit Enthusiasmus dahinter sitzt, was aus der Szene kommt und für die Szene produzieren will. Ich meine, wir haben von der Community für die Community, könnte auch ein guter Leitspruch für Nifter in dem Falle sein. Wenn ich das, das spricht so was Gutes an, weil wir sind halt auch sehr aktiv, viel auf Social Media, versuchen da natürlich auch viel Community-Pflege zu leisten. Insofern auch gern der Aufruf an jeden, der das jetzt gesehen hat, irgendwie eine Frage hat, tret gern mit uns in Kontakt, über welchen Weg auch immer. Wir versuchen da möglichst transparent irgendwie jede Frage zu beantworten. Welche Social Media Kanäle deckt ihr ab? Habt ihr einen Discord? Habt ihr Instagram? Wir haben Discord, wir sind am aktivsten auf Instagram, TikTok, aber auch auf Twitter immer mehr, weil da sehr viele Enthusiasten-Szene unterwegs ist, versuchen YouTube zu bespielen, sind aber auch über den klassischen Weg des Support-Chats auf der Website immer erreichbar. Also da, genau. Das sollte man und muss man würdigen, wenn man sich so viel Mühe gibt. Ich lasse mir natürlich alle Links von Nifter geben, die werden wir euch alle unten in der Infobox verlinken. Wenn ihr Interesse habt, wenn ihr eine qualitativ hochwertige Maus, Tastatur, Mauspad, Armsleeve hat mich tatsächlich begeistert. Ich konnte damit, wir haben ein Vorgespräch wirklich geführt und ich konnte null damit anfangen. Nachdem ich den jetzt gerade anhatte, muss ich tatsächlich sagen, dieses angenehme, kühle Gefühl bei der Hitze, die gerade vor allen Dingen hier ist, war wirklich außergewöhnlich. Ja, alle Infos sind unten in der Box. Ich bedanke mich recht herzlich für den kurzen Exkurs hier und ja. Gerne. Top. Hat mich gefreut. Hey, danke.